Vom Lager bis zum fertigen Zuschnitt legt der Rohblock einen langen Weg zurück, bis er als Konturenzuschnitt, Matratze oder in Platten den Betrieb wieder verlässt. In der klassischen Schaumstoffverarbeitung sind die einzelnen Maschinen nicht vernetzt. Bisher ist der Prozess zeitaufwendig, kosten- und personalintensiv. Nachdem ein Auftrag angenommen wird, muss er in der Arbeitsvorbereitung bearbeitet werden. Es folgen Materialverfügbarkeitsprüfung und die manuelle Zuführung des Schaumstoffes auf die Blockzurichtemaschine. Nun muss der Block abermals manuell zu einer oder mehreren Maschinen zur Konfektion transportiert werden. An jeder Maschine muss separat das passende Programm geladen werden. Der Restblock wird schließlich zurück aufs Lager gebracht. Bäumer sieht die Fertigungsabläufe als ganzheitlichen Prozess und hat für die einzelnen Komponenten eine Verknüpfung geschaffen. Das neue System heißt POS, Production Order System. Diese innovative Software steuert den gesamten Prozess, von der Auftragsannahme über sämtliche Produktionsabläufe bis zum Endprodukt. POS sortiert sämtliche Aufträge, erstellt Orderlisten für die einzelnen Maschinen und disponiert die Blöcke. Zunächst möchten wir Ihnen einen kurzen Gesamtüberblick über die Schaumstoffproduktion geben. In der ersten Halle befindet sich die Schäumanlage mit der Bäumer Ablenkmaschine. An Reife- und Blocklager schließt sich die Kranhalle an. Schließlich sehen wir die Produktion verschiedener Zuschnitte durch nachgeschaltete Maschinen. Betrachten wir den Herstellungsprozess vom Ursprung an. Beginnen wir mit der Herstellung des Schaums in der Schäumanlage. Hier startet die Produktion des endlosen Schaumstoffstranges als Reaktion verschiedener chemischer Komponenten. Die Ablenkmaschine ABLG1, ein vollautomatischer Querschneider, schneidet den endlos hergestellten Schaumstoff während der Vorschubbewegung in Langblöcke zwischen 30 und 120 Meter, je nach Größe des Reaktionslagers. Die Blöcke werden nun in das spezielle Reaktionslager zur Ausreifung befördert. Die Schäumung erfolgt mit 3 bis 10 Metern pro Minute. Nach der Ablängung werden die Blöcke mit einer Geschwindigkeit von 60 Metern pro Minute über die verfahrbare Rampe transportiert. Je nach lokaler Gegebenheit beim Kunden können Innen- oder Außenrampen in verschiedener Ausführung eingesetzt werden. In dieser sensiblen Phase der Schaumstoffherstellung ist die jahrzehntelange Erfahrung von Bäumer bei der Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Montage von Lagersystemen entscheidend. Kontinuierlich hat Bäumer das Know-how weiterentwickelt, um alle Arten von Schaumstoff handeln zu können. Von allen Standardschaumqualitäten bis hin zu Spezialitäten wie viskoelastischem oder HR-Schaum. Bei Einfuhr des Langblocks ins Blockregal werden bereits alle zum Block gehörenden Daten wie Qualität, Farbe, Blockabmessungen und Lagerplatz mittels einer ID in unserer Software POS hinterlegt. Bei eingehenden Aufträgen kann so geprüft werden, ob der benötigte Schaumstoff vorrätig ist oder ob eine Schäumung veranlasst werden muss. Nach Beendigung des Reifeprozesses werden die Blöcke über eine verfahrbare Rampe in die Kranhalle befördert. Die speziellen Krananlagen und Bandsysteme, die von Bäumer für das Handling von ausreagiertem Blockschaum entwickelt wurden, sind computergesteuert und arbeiten entweder vollautomatisch oder können manuell bedient werden. Mittels eines Spezialgreifersystems ist es möglich, den Block problemlos zu bewegen. Auch die Krananlage ist in das POS-System integriert. Der gesamte Blockbestand, der sich in der Kranhalle befindet, inklusive aller entscheidenden Blockdaten und aktualisierten Lagerplätze, ist in der POS-Software gespeichert. Bei Anwahl eines Produktionsauftrags ermittelt POS die Verfügbarkeit der benötigten Blockqualitäten und stellt diese auftragsabhängig aus der Kranhalle oder im Falle von viskoelastischem Schaum direkt aus dem Reifelager zur Verfügung. Der Kran legt mittels eines Spezialgreifersystems den entsprechenden Block auf das Zuführband zur Kurzblocklinie oder alternativ zur Langspaltmaschine BSVEC.
Mit der BSVEC wird Folien- und Bahnware präzise gespalten und automatisch auf eine Rolle gewickelt. Das maximale Blockgewicht der Anlage beträgt bei 100 Meter Blöcken 10 Tonnen. Der Rundlauf ermöglicht extrem wirtschaftliches Folienspalten aus Langblöcken in unterschiedlichen Abmessungen und von 30 bis zu 120 Metern Länge. Am Bedienpanel werden gewünschte Schnittstärke, Folienlänge und Rollenanzahl eingegeben, bevor der vollautomatische Ablauf gestartet wird. Das Schneidaggregat wird nach jeweils einem Blockumlauf um die gewünschte Folienstärke abgesenkt. Die maximale Schnittgeschwindigkeit dieser Anlage beträgt 150 Meter pro Minute. Werfen wir nun einen Blick auf die Nachbarhalle, in der die Kurzblocklinie mit PULS-Steuerung steht. Lassen Sie uns kurz die Vorteile des PULS-Systems an einem typischen Fertigungsprozess vorstellen. Alle vorhandenen Blockdaten wie Qualität, Blockabmessungen etc. sind in einer Tabelle hinterlegt. Schon bei der Auftragserstellung werden alle Daten in einem zentralen System festgehalten. Für den Auftrag zu verwendende Restblöcke werden automatisch von dem System berücksichtigt. Die BZMA schneidet den Rohblock auf das von POS vorgegebene Maß zu. Dieses Maß sowie alle nachfolgenden Bearbeitungsschritte sind bereits jetzt eindeutig dem Block zugeordnet und in einer Job-Datenbank angelegt. Der Block erhält eine eindeutige ID, die er im gesamten Produktionsprozess mitführt. Das Shuttle transportiert automatisch einzelne Kurzblöcke. Gemäß der Auftragsliste im POS werden die Zielmaschinen mit dem passenden Schneidauftrag angesteuert. Die Zielmaschine übernimmt den Block. Der Leitstand überblickt ständig Position und Bearbeitungszustand aller Jobs. Bei Einsatz einer Linie mit Horizontalspaltmaschine und vertikalem Konturenschneider werden die generierten Daten inklusive automatischer Verschachtelungen selbstständig durch die Maschine geladen und gestartet. Die notwendige Anzahl unterschiedlicher Plattenzuschnitte ist hierbei bereits berücksichtigt. Die Kombination von WinCup und POS ermöglicht die Nutzung einer einzigen Datenbank. Aus den Prozessdaten wird das optimale Nesting-Layout generiert und steht im nächsten Arbeitsschritt für den vertikalen Konturenschnitt zur Verfügung. Der auftragsspezifische Plattenstapel wird via Scherenhubtisch an die vertikale Konturenschneidemaschine OFSVT übergeben. Das Schneidprogramm wird mit einer am Markt unübertroffenen Schnittgeschwindigkeit von bis zu 120 Meter pro Minute bei hoher Konturgenauigkeit abgearbeitet. Blockzwischenlagerstationen fangen kurzzeitige Überbelegung einzelner Schneidlinien auf. Blöcke, die von der horizontalen Spaltmaschine zurück ins Restblocklager befördert werden, bekommen eine neue ID und können so bei neuen Aufträgen wieder in die Materialplanung einbezogen werden. Bäumer POS bietet Ihnen neue Möglichkeiten in der automatischen Auftragsverarbeitung. Erstens, optimierte Materialausnutzung in Zusammenarbeit mit Restblockverwaltung. Zweitens, schnelle Auftragseingabe und Auftragsbearbeitung.
Drittens, ständige Rückmeldung des aktuellen Produktionsstatus. Viertens, Minimierung von Personaleinsatz.